Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute ist mein Thema die 5 Beziehungspfeiler Teil 2, die junge Ehe. Okay, also die junge Ehe. 25 Jahre Ehe erreicht man nicht umsonst. Manchmal war der Preis sehr hoch. Doch ihn zu zahlen hat sich echt immer gelohnt. Und ich würde es wieder genauso machen. Im ersten Teil dieser Reihe habe ich die Herausforderungen der ersten Jahre besprochen. Der ersten Jahre der Beziehung, der Freundschaft. Die emotionale Kurve der ersten Jahre ist bestimmt von der Verliebtheitsphase. Ja, diesem Anstieg und dann der nachfolgenden Krise und dann dem großartigen Aufstieg der Liebe, wenn man diese Krise gesund überwunden hat. Nun habt ihr geheiratet. Doch bereits in den Flitterwochen können neue Schwierigkeiten auftreten. Zum Beispiel, wenn ihr vielleicht wirklich mit dem Sex bis zur Ehe gewartet habt. Das ist nicht immer einfach. Spätestens jedoch mit dem ersten Kind kommen neue Herausforderungen. Gleiches ergibt sich, wenn der neue Job viel von dir und oder deinem Partner verlangt. Das zweite Kind vielleicht, ein drittes oder viertes. Man kann davon ausgehen, dass sich die emotionale Kurve immer wieder nach unten bewegt. Wenn wir mal von dem Anfang nochmal ausgehen, dem großartigen Einstieg der Verliebtheitsphase, der Krise, die man dann überwinden musste, dem Aufstieg, aber dann schon auch je nach den Lebensumständen immer wieder Wellenbewegung. Welche Wellenbewegung deine Ehe macht, hängt natürlich von deinen Lebensumständen ab. Und auch davon, wie gesund du in die Ehe gegangen bist. Nach der Geburt der Kinder fällt es den Ehepartnern oft schwer, die neue Rolle zu finden. Frauen können manchmal nur schwer die Rolle als Mutter der Kinder und als Geliebte des Ehemannes kombinieren. Dadurch fühlt sich der Mann häufig vernachlässigt. Der Körper der Frau verändert sich, die Zeitgestaltung verändert sich, die Kraftreserven, die Aufmerksamkeit etc. Auch durch neue Jobs sind Schwierigkeiten häufig vorprogrammiert. Wenn sich die Arbeit bis in den Abend zieht oder der Partner nicht abschalten kann von den Problemen der Firma. Oder wenn auch am Wochenende oder im Urlaub das Handy immer diese Standby-Schaltung zum Chef darstellt. Daher Beziehungskiller Nummer 1, ähnlich wie ganz am Anfang schon, aber anders ausgeprägt. Beziehungskiller Nummer 1, der Ehebeziehung keine Zeit widmen. Nun reißen nämlich alle an den beiden. Die Kinder brauchen Aufmerksamkeit. Nachts gibt es selten Ruhe. Man hat nie Zeit zum Reden. Immer sind die Kinder dabei. Abends ist man zu müde, schleppt sich nur noch vor den Fernseher. Auch der Job will ungeteilte Energie, deine volle Konzentration und Kreativität. Großeltern stehen ständig vor der Tür. Man ist nie ausgeruht. Aber die Ehebeziehung braucht Zeit zu zweit. Bringt die Kinder mal zu den Großeltern. Einen Nachmittag. Einen Abend und sobald es möglich ist, auch mal ein ganzes Wochenende. Macht einen Eheabend die Woche aus. Geht zusammen in ein Restaurant. Zu Hause bleiben, das geht wirklich nur dann, wenn die Kinder sicher schlafen oder bei den Großeltern sind. Und dann schaut euren Terminkalender durch und sucht euch 3 bis 4 Wochenenden pro Jahr aus, an denen ihr die Kinder bei Freunden oder bei der Oma oder dem Opa lassen könnt und macht einen kleinen Eheurlaub, indem ihr was Schönes gemeinsam unternehmt. Auch da wieder, zu Hause bleiben geht eigentlich nicht wirklich. An dieser Stelle jetzt nur, wenn ihr die Finger von Haus, Garten und Büroarbeit lassen könnt. Aber meine Empfehlung, sucht euch ein Hotel. Beziehungskiller Nummer 2. Rein spontane Kommunikation. Je komplexer dein Leben wird, desto mehr solltest du die wirklich wichtigen Dinge einplanen. Im Zeitmanagement gibt es 4 Bereiche der Aufgaben. Ihr seht jetzt hier eine Grafik aus dem Buch von Knoblauch, Hüger und Mockler, dem Leben Richtung geben. Ihr seht links einen Pfeil, was Wichtigkeit betrifft. Unten sind niedrig wichtige Dinge, oben hoch wichtige Dinge. Und unten ist ein Pfeil von links nach rechts, was die Dringlichkeit betrifft. Wenig dringliche Sachen
und sehr dringliche Sachen dann nach rechts hin. Und es gibt Dinge, die sind einfach nicht wichtig und nicht dringend und die stören dich letztendlich auch nicht wirklich, angenehme Tätigkeiten oder andere Dinge. Dann gibt es aber Dinge, die sind im Quadranten 2, seht ihr das oben, die sind sehr wichtig, das ist Beziehungsarbeit, das sind, ist Planung, ist aktive Erholung und diese Dinge sind sehr wichtig, aber sie schreien dich sozusagen nicht ständig an. Was dich aber oft anschreit, sind Quadrant 1 und Quadrant 3. Krisen zum Beispiel, dringliche Probleme, der Chef, der was von dir will, auch manche Post. Das ist alles sehr laut in deinem Leben und dadurch fällt ein bestimmter Quadrant oft unter den Tisch, nämlich Quadrant 2. Je höher die Dringlichkeit einer Sache, desto lauter schreit sie also. Krisen schreien, um die muss man sich schnell kümmern. Das Handy schreit auch. Da scheint es so, als müsste man sofort nachsehen, wer das ist. Die Kommunikation zwischen Mann und Frau schreit aber nicht. Bis die beiden dann schreien. Dann ist es vielleicht schon zu spät. Lass die Unterhaltung mit deinem Ehepartner nicht nur by the way stattfinden. Zum Beispiel am Esstisch, im Beisein der Kinder. Lass den Fernseher mal aus und mach eine Flasche Wein am Abend auf. Beziehungsarbeit funktioniert nicht von alleine. Beziehungskiller Nummer 3. Über Sex spricht man nicht. Redet darüber, welche Erwartungen ihr hinsichtlich eurer Sexualität habt. Aus meiner Erfahrung langjähriger Begleitung von Ehepaaren haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Erwartungen zu diesem Thema. In den meisten Fällen, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel auf jeden Fall, wünschen sich Männer mehr Intimität als Frauen. Außerdem gibt es Männer, für die 4 bis 5 Mal die Woche ein Mindestmaß an Bedürfnisbefriedigung darstellt. Anderen Männern genügt einmal die Woche. Bei Frauen kann man das meist auch noch halbieren. Das heißt, die meisten Frauen, die ich kenne, sind beim sexuellen Verkehr einmal die Woche schon an ihrer Obergrenze. Enttäuschung ist vorprogrammiert. Es ist überlebensnotwendig, über die sexuellen Erwartungen zu sprechen. Da die Wünsche meist bei den Ehepartnern auseinandergehen, müsst ihr versuchen, einen guten und für beide Parteien tragbaren Kompromiss zu finden. Beziehungskiller Nummer 3 ist: Ich weiß, dass mein Partner sich geliebt fühlt. 100%. Frag ihn mal. Vor allem, wenn es gerade mal nicht so rund läuft. Was braucht dein Partner wirklich? Schau mal bei den 5 Sprachen der Liebe nach. Es gibt ein Buch, das heißt die 5 Sprachen der Liebe für die Ehe. Gibt es auch für Kinder und so weiter. Es ist von Carrie Chapman. Hier geht es darum, dass Menschen unterschiedliche Liebessprachen sprechen. Manche brauchen vor allem Aufmerksamkeit. Das einander gegenüber sitzen, das miteinander reden, das konzentrierte Zeit miteinander verbringen. Andere Zärtlichkeit, nicht unbedingt nur sexueller Art, aber Körperkontakt. Wieder andere fühlen sich besonders geliebt, wenn ihnen geholfen wird. Der Müll rausgebracht wird, einem geholfen wird beim Kochen, den ganze Zeit geholfen wird. Andere, wenn sie gelobt werden. Gute Dinge, über die sie gesagt werden. Und die letzte Gruppe, wenn sie beschenkt wird, auch kleine Geschenke. Es gibt eine Sprache der Liebe, die ist deine Muttersprache, auch wenn du natürlich alle Liebessprachen sprichst. Das Problem ist, dass dein Partner vielleicht eine andere Muttersprache der Liebe spricht. Vielleicht denkt er, wenn er dir viel im Haushalt hilft, dann zeigt er seine Liebe. Dich interessiert diese Hilfe vielleicht gar nicht. Du brauchst konzentrierte Aufmerksamkeit, Zeit zu zweit. Das ist alles kein Problem, wenn ihr unterschiedliche Liebessprachen sprecht, solange ihr die Liebessprache des anderen kennt. Lest gemeinsam das genannte Buch und findet heraus, was der andere braucht. Beziehungskiller Nummer 4. Flirten erlaubt. Flirte nicht mit Arbeitskollegen oder anderen Leuten, Freunden, Leuten der Gemeinde oder sonst was. Das treibt immer einen Keil zwischen euch.
Denn im ersten Moment erscheint alles harmlos, aber dann wird der Wunsch nach Romantik und Anerkennung immer größer. Vermeide die zu persönliche Zusammenarbeit mit dem anderen Geschlecht, insbesondere Dienstreisen, Meetings zu zweit etc. Auch innerhalb von Freundesbeziehungen mit anderen Ehepaaren ist es wichtig, sauber zu bleiben. Beziehungskiller Nummer 5, fehlende Versöhnung. Es gibt einen Satz in der Bibel, der steht im Epheserbrief, Vers 26 im Kapitel 4. Da heißt es, versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Das war immer der Leitsatz unserer Ehe. Versöhnt euch, egal wie heftig der Streit war. Sucht euch notfalls Zeit, um euch auszusprechen, aber vergebt euch irgendwann zum Schluss. Und wenn es erst abends im Bett liegt, ist, wenn ihr im Bett liegt und ihr denkt, ich will mich gar nicht versöhnen. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen, auch wenn das manchmal echt viel Demut kostet. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei wart heute. Und ich wünsche einfach dir viel Segen für deine Beziehung. Bis zum nächsten Mal.